Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Update. Es gibt ordentlich Nachholbedarf, denn heute ist eine Menge passiert. Wir haben einen extrem bullischen Tag für Bitcoin wie auch für die Kryptos erlebt. Wir schauen uns das einmal in der Technik an und erkennen, dass wir einen Sprung von knapp 2000 Dollar, sogar über 2000 Dollar, hier vom relativen Tiefpunkt 46.300 jetzt sind zu 49.000 gekommen sind. Das heißt, das ist wirklich ein Sprung von 2700 Dollar und das ist natürlich ordentlich. Vor allem, weil wir in den letzten Tagen hier mit einer Mikroabwehrstruktur nach unten reagiert haben. Also, was ist im Detail passiert? Wir haben hier an den gleitenden Durchschnitten, wir gehen mal auf Tagesbasis, am EMA 20 ordentlich Kaufpower bekommen. Wir sehen immer noch relativ kleines, mildes Volumen, was hier in den Märkten vonstatten geht. Trotzdem hat das zu einer sehr, sehr bullischen Reaktion geführt. Das heißt, hier unten muss ein Support vorliegen. Anders geht das nicht. Wenig Volumen führt zu einer deutlichen bullischen Bewegung. Da unten muss Support vorliegen. Gestützt war das Ganze vom EMA 20 und wenn wir uns das mal retrospektiv betrachten, haben wir definitiv hier immer wieder Ankerpunkte, wo wir sehen, der EMA 20 scheint einfach vor allem für starke Trendbewegungen immer spannend für Bitcoin zu sein. Ne, hier oben ist er immer wieder spannend zu sein. Reicht das, um da einfach zu handeln? Pass auf, dann gehen wir jetzt long, wenn der an den EMA 20 kommt. Natürlich nicht. Aber wenn du da eine Kofluenz hast zu anderen Informationen, zu anderen charttechnischen Gegebenheiten, kannst du dort natürlich überlegen, long zu gehen. Auf Tagesbasis sind wir jetzt hier sehr, sehr bullisch oben angekommen, sind in dem Bereich gestartet, wo auch die Kerzen von hier oben sehr, sehr bearish reagiert haben. Das heißt, aktuell sind wir hier in einem hohen Liquiditätsbereich. Dieser Liquiditätsbereich, der wird mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Akkumulation führen. Was bedeutet, die Bewegung nach oben, die jetzt potenziell kommen kann, weil wir einen sehr, sehr bullischen Schlusskurs hier haben, kann dazu führen, dass wir einmal hier über dieses Hochgreifen, die Stops abgreifen und wir dann erstmal wieder in diese Richtung gehen. Das hier ist ein potenzieller Marktmagnet. Natürlich ist es kein Magnet im eigentlichen Sinne, aber wir sehen, dieser Preisbereich, immer wenn der Markt diesen verlassen möchte, wird er wieder hinzugezogen. Das heißt also, das ist ein fairer Preisbereich, den wir auch Balancephase nennen. Der Markt ist in einer Balance, weil eben Kauf und Verkauf an diesem Punkt und in diesem Preisbereich sich sehr stark matchen. Das bedeutet, alle Bewegungen, die von da an in irgendwelche Richtungen führen, können potenziell dazu leiten, dass wir letztendlich Fakeouts bekommen, die dann auch in diesem Preisbereich wieder zurückkommen. Das heißt, dieser Bereich, der ist sehr, sehr spannend, um die 49.000 bis 50.000. Würde für uns bedeuten, sehen wir einen bullischen Impuls morgen darüber, würden wir versuchen, über diesem Hoch zu shorten. Ich werde versuchen, das dann auch hier mit Updates weiter vorzugeben, damit wir hier oben potenziell shorten können, um in den Bereich der hohen Liquidität zu kommen. Sehen wir, dass der Markt wieder abverkauft wird, würde ich definitiv auf Tagesbasis erstmal für die mittelfristigen Trades die Finger davon lassen, weil dann bildet sich hier eine Box und die ist denkbar sehr, sehr hässlich in der Ausgestaltung. Das würde uns technisch nicht sonderlich viele Impulse geben, beziehungsweise sollte eigentlich uns keine wirklichen Informationen da auch liefern. Auf 4 Stunden sehen wir, auf Tagesbasis hat sich das Ganze am EMA 20 stabilisiert. Hier haben wir den EMA, welcher ist es, der 100er und der 200er, die hier die dynamische Unterstützung geliefert haben. Da ist der Markt ordentlich auch nach oben gekommen. Das heißt, nee, sorry, ich muss mich korrigieren. Das ist der 110er und der 100er. Deswegen sind die auch so nah aneinander. Die haben ordentlich für Kaufkraft gesorgt. Wir haben hier auch immer noch unsere Aufwärtsstruktur. Wir haben hier unsere Aufwärtsstruktur, die hier einfach ein neues höheres Tief bekommen haben. Das heißt, unsere Aufwärtsstruktur ist aktuell immer noch intakt. Wir wissen, höhere Tiefs führt zu einer Aufwärtsstruktur. Wie sieht es mit den Hochs aus? Ja, die flachen langsam ab. Könnte also bedeuten, nach wie vor die größere Korrektur kann bevorstehen. Diesen starken Impuls habe ich auch nicht erwartet, haben da heute auch in der Signalgruppe leider ein Minus kassiert. Ich habe damit auch ein Minus-Trade gemacht, weil ich halt einfach bei 48.000 relativ short geneigt war. Hätte Bitcoin nicht zugetraut, technisch, dass so eine starke Bewegung kommt. Jetzt waren vorhin finanzpolitische News, die eben den Dollar auch in den Keller geschickt haben, zumindest so halb in den Keller. Die Indizes sind angesprungen und das kann natürlich auch die Anlagefreude in so einem Bitcoin oder im Kryptomarkt dann auch wirklich fördern. Deswegen nehme ich mal an, dass die Bewegung nach oben etwas zu stark war. Und klar, der Markt ist technisch wie auch fundamental bewegt. Die technische Analyse sagt nicht, fundamentale Analyse ist doof, sondern die technische Analyse sagt, wir werden alle Informationen, die dem Markt zur Verfügung stehen, im Preis wiederfinden. Das ist die Markteffizienzhypothese. Und daran werden wir festmachen oder versuchen, Informationen zu finden, wie sich das Verhalten hier auch bewegt. Kleiner
Quasi eine kleine Info dazu, wenn du dich mit technischer oder mit fundamentaler Analyse beschäftigst. Ich höre gerade ein aktuelles Hörbuch, The Market Wizards. Sehr spannend, da werden fünf Trader letztendlich interviewt, fünf sehr, sehr legendäre, erfolgreiche Trader, die haben alle unterschiedliche Ansätze. Der eine tradet nur fundamental, der andere tradet nur technisch, der andere tradet nur nach Zeitmaßen, dass er sagt, so und so lange bleibe ich in dem Trade. Und die haben alle den Markt ausperformt. Das heißt also, es muss nicht diesen einen heiligen Gral geben, es kann mehrere Ansätze geben. Bedeutet auch hier, ob die fundamentalen News den Bitcoin jetzt hochgetrieben haben, ob es die EMAs waren, zu 100% wissen wir es nicht. Aber wir können immer wieder Chancen gegen Risiko systematisch, statistisch anwenden. Das ist das, was uns potenziell dann auch den statistischen Vorteil bringt. Heißt also, hier, ich nehme an, dass die News, die in den Markt eingespeist wurden, potenziell eine etwas zu bullische Reaktion technisch gesehen für Bitcoin gezeigt haben. Möglicherweise schießen wir hier über das Hoch, fischen die Stops hier oben, bevor der Markt an der echten Liquiditätsgrenze hier oben am potenziellen Widerstand die neue Reaktion bekommt. Das heißt, mein neuer Short-Bereich, ich bin immer noch nicht long, weil wir sehen, dass einfach die Hochs hier deutlich abflachen, die Marktdynamik rausgeht. Mein Short-Bereich wäre definitiv hier oben. Ich mache es mal mit einer Short-Position ungefähr fest. Hier an diesem Preisbereich, das wäre mein Short. Bei den knapp 50.000, bei 49.995. Das wäre ein potenzieller Short für mich. Ja, relativ kleines Risiko, Stopp, eine ATR über das Hoch. Der Take-Profit kann dann wirklich ein bisschen üppiger gewählt werden, weil so eine Bewegung muss halt früher oder später technisch mal richtig verdaut werden. Legen wir mal unsere dynamische Unterstützung an, sehen wir potenziell, wenn wir, ja, wir haben viel Spielraum, das ist immer ist also quasi der Fauxpas, wenn wir das Ganze mal wirklich relativ genau erfassen wollen, dann haben wir hier bestimmte Ankerpunkte. Der Markt ist hier runtergefaked, ist jetzt wieder drüber gebrochen und das kann natürlich auch erstmal kurzfristig für Stabilität sorgen. Ob es das langfristig macht, schauen wir uns natürlich gemeinsam an. Sieht mir eher so aus, als wenn gerade hier diese traufenförmige Erholung dann doch erstmal technisch gesehen etwas zu überhastet war. Das Volumen hat kurz gepiekt, ist direkt wieder runtergegangen. Entsprechend Stops fischen, bevor sich der Markt erstmal seitwärts bewegt. Wir sind in einem Hochvolumenfeld, also wir sind in einem Hochliquiditätsfeld, wo der Markt sehr, sehr stark hin und her gehandelt wird. Und da würde ich definitiv auch erstmal quasi drauf verweilen. Wenn wir das Ganze hier mal auf Tagesbasis unsere dynamische Unterstützung suchen, dann sehen wir auch hier, dass der Markt einen Fakeout gezeigt hat, jetzt wieder nach oben kommt, aber der Fakeout kann nach oben auch noch intakt sein. Das heißt gerade, wie du siehst, ein bisschen schwammig. Tut mir auch leid, dass ich jetzt nicht sage, so und so ist das, sondern Chance gegen Risiko abwägen, die Short-Seite überwiegt. Auch nach so einem Impuls, der deutlich stärker war, die Short-Seite überwiegt definitiv. Wir haben jetzt hier auch unseren dynamischen Widerstand erstmal gebrochen. Das heißt, da haben wir neue Kaufkraft bekommen. Nichtsdestotrotz, hier sind wir auf horizontaler Ebene in einem großen Umverteilungsbereich. Wir haben hier potenziell, ich mache die Zeichnungen weg, potenziell die Stops hier drüber. Wir sind hier in dem Liquiditätsbereich. Das heißt, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Markt drüber fluppt und sich dann erstmal trotzdem wieder nach unten hier auch verirren möchte. So, auf Stundenbasis gucken wir uns das mal an. Da sehen wir deutliche Reaktion nach oben, macht diese Bewegung hier gerade komplett weg. Und eine Möglichkeit besteht, wir schießen drüber, holen uns die Liquidität, bevor wir uns dann erstmal akkumulieren. Nach dieser Akkumulation, das sollte morgen Mittag, morgen Nachmittag dann auch geschehen sein, wenn wir uns das Ganze neu anschauen, sehen wir, der Markt macht ein höheres Hoch, konsolidiert hier. Wir sehen, dass neue potenzielles Volumen, neue Stärke reinkommt, kann auch der Impuls nach oben weiterkommen. Schauen wir uns an, werden Chance gegen Risiko abwägen und potenziell in die Long-Richtung für kurze Zeit gehen. Sollten wir aber sehen, dass der Markt drüber bricht und dann sofort wieder nach unten kommt, sowas wie hier. Ja, wir sehen, dass der Markt sich hier erholt, drüber bricht und dann nach unten kommt, dann wollen wir den Short mitnehmen und dann potenziell die größere Korrektur. Also die recht große Korrektur ist immer noch nicht eingetroffen, aktuell zumindest noch nicht. Deutliche Erholung gerade oder jetzt am Nachmittag vor allem durch den vorher bearischen Impuls. Wir sind weiterhin am Ball. Die Short-Seite überwiegt immer noch leicht von den Chancen-Risikoverhältnissen. Nichtsdestotrotz, schöner Move für alle Krypto-Enthusiasten. Wir werden uns das in Kürze definitiv auch weiter anschauen. Spannende Bewegungen, wo wir natürlich auch dabei sind und dabei sein wollen. Wie gesagt, ansonsten, genau, ich habe heute hier einen Minus-Trade da kassiert. Ja, kommt vor, das ist Trading, das ist das Leben, da will ich euch auch nichts vormachen oder dir nichts vormachen und dir da irgendwas vom Himmel erzählen.
So, das gehört genau dazu. Und das soll es von meiner Seite erstmal aus gewesen sein. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend, gute Nacht, guten Start ins Wochenende. Und wir hören und sehen uns morgen wieder. Dein Dominik von Wall Street Story. Bis bald.